Ahoi Internet, wir sind Mr. Hurley und die Pulveraffen und wir sind in Maschines Late Night Show gewesen. Harr, 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 ihr Landratten und Stimmung und willkommen hier. Vorsicht mit den Sachen, die du hier so sagst, weil wir hatten nämlich, als wir nämlich in der Sendung waren, auch diese Schnapsidee gehabt. Und seitdem sind wir jetzt jeden Sonntag hier gefangen und kommen einfach nicht mehr raus, weil wir die Seele verkauft haben an den an Maschine. Und da sind wir auch tatsächlich zurück im Studio. Ich fand die Nachrichten eigentlich ganz geil. Ich hoffe, ich krieg da wie immer eine richtig auf den Deckel. So. Alter, gut. Alter, Maria, gut. Klabautermann. Und in die Mitte da rein. Sehr gut. Alter, geil. Zwei Punkte. Cool. Was haben wir heute an Rubriken? Wir haben heute den großartigen, grandiosen, einzigen und auch kleinsten Spiele-Nerd der Welt in unserer Sendung exklusiv. Awesome O ist am Start mit seiner Rubrik Bretter und Karten. Die revolutionäre Spielevorstellung. Nur hier in Maschines Late Night Show könnt ihr diesen jungen Mann bewundern und natürlich auch in allen Spin-Offs auf unserem YouTube-Kanal. Bla bla. Ja, hallo, du arrogante Sau. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Und hallo, Mr. Hurley und ja, der einäugige Morgen. Ich weiß zwar nicht, wo ihr den Rest eurer Crew gelassen habt, aber naja. Mann über wo? Awesome, guys. Very nice. Thank you. Thank you so much. Enjoy the potato. Wir haben einen Follower. Das ist kein Wunder. Bandmitglieder Mr. Hurley Pulveraffen zu nennen. Behandelst du sie so schlecht? Das müssen, glaube ich, die Pulveraffen beantworten. Ich glaube ja nicht. Ich finde ja, ich behandle die Pulveraffen sehr, sehr großmütig. Du hast gesagt, dass du in Pfefferminzlikör badest, Mr. Hurley. Aufgrund des Erfolges, dem Einstieg in die Charts auf Platz 3. Hast du es getan? Wie war das Bad? Ja, also eigentlich mache ich das ja immer. Ach so. Also wenn ich mal bade, dann, dann in Pfefferminzlikör. Schätzen, dass wir das haben. Ja, genau. Dafür erstmal wieder. Genau. Ja, also ist auch meine Meinung. Ist auch genau dasselbe Prinzip mit Maschinium. Das ist genau das. Bei uns im Maschinium-Shop kostet auch alles ein bisschen mehr. Aber ja, gut, man gewinnt das Geld ja auch. Toll, dass es euch gibt. 666. Das ist die Aufforderung an mich, 10 Liegestütze zu machen, aber ihr könnt die Frage dabei beantworten. Okay. Ja, also die Idee zum Mann über Bord, erstmal vielleicht ganz kurz für diejenigen, die jetzt hier gerade zuschauen und nicht wissen, was Mann über Bord für ein Song ist. Das ist der, den ihr eben schon von Alien, das Mittelwort für Alien Explosion, ich hab's gerade nicht mehr. Alien Rockin' Explosion. Alien Rockin' Explosion, es lag mir auf der Zunge. Das war der, den die eben schon mal, da sind sie, sehe ich gerade doch nicht. Wer hat das Pulver gezogen? Was war das überhaupt? Was war es? Kakao? Was war es? Das war Schnupftabak. Das war tatsächlich. Ah, Alter. Ja. Eine dicke Line tatsächlich. Das war eine komplette Packung Schnupftabak, die wir da irgendwie langgezogen haben. Wer musste es ziehen? Hallo! Der Schnaps ist alle! Genau im richtigen Moment. Erstmal gibt das schon wieder Schnaps. Also. Nutten und Koks, ne? Ja. Wir sind ja hier unten, genau. Wir sind ja hier unter uns. So eine Plattenproduktion ist extrem teuer. Ehrlich? Ne. ja, sicher. Smile, to let it rock this town. We are rock.
Ich bin viel zu betrunken, um nach Hause zu gehen. Ich kann nur noch fahren.